Ja, dann kann ich gar nicht mehr spielen, Litorion. Dann kann ich gar nicht mehr spielen. Dann muss ich ja WoW aufhören, verstehst du das? Dann muss ich WoW aufhören. Dann kriegst du kein RBG. Dann nerv mich aber auch nicht jeden Tag. Du willst mal was anderes sehen. Du bist auch so eine Doppelmoral, Digga. Oh, spiel doch mal ein bisschen GTA. Spiel doch mal wieder ein bisschen WoW. Aber sagst, die Leute, die mich beleidigen und trollen, mit denen soll ich nicht spielen. Also, hier. Da muss was in deinem Kopf nicht richtig sein in der Birne. Ja, richtig. Und das war warum so? Weil es Aussprachen gab, weil es Drama gab, weil es Rager gab, weil es Diskussion gab, weil es Dummgelaber gab, weil es RBG gab. Deswegen war der Content gut. Deswegen, Alter, warst du zufrieden. Aber das ist nun mal so. Es gehört beide Parteien. Und ich habe es gestern gesagt, ich sage es hier gerne nochmal. Ich muss es nun mal, Alter, ich muss es nun mal so hinnehmen. Das ist so. Entweder ich komme damit klar und nutze das zu meinem Vorteil, oder ich komme nicht damit klar und kicke die Leute ab. Muss aber damit rechnen, dass Leute es nicht unterhaltsam finden, wenn das nicht ist. Ganz einfach. Diese zwei Optionen gibt. Ja, ich weiß es. Nein, also ich habe nichts gegen ihn, er ist ein Netter, aber er muss halt einfach mal verstehen, er ist noch nicht so lange dabei. Es ist nun mal so. Ja, richtig, richtig. Und trotzdem, Alter, habe ich mich dazu, Alter, überreden lassen wieder. Du brauchst dich nicht beschweren, Digga, es ist mein Stream, meine Entscheidung und diese Entscheidung kannst du gerne in Frage stellen, aber ich mache es im Endeffekt für den Stream. Nicht für mich, für den Stream, fertig. Und wenn es mir reicht, kann ich mich jederzeit muten und kann jederzeit aufhören, wenn ich will. Aber ich bin ja nicht gezwungen zu spielen, wenn ich das nicht will. Ich kann jederzeit FIFA, New World oder sonstige Scheiße zocken, wenn ich Bock habe. Und es ist meine Entscheidung und wenn diese Entscheidung dir nicht passt, dann ist, ich habe dir das im Discord erklärt, ne? Ganz einfach, du hast mich zugelabert, du hast mich bestimmt 5 Tage zugelabert, wo ich New World gespielt habe. Spiel doch mal GTA, wie wär's denn mal 2 Stunden GTA zu spielen? Digga, das ist genau das gleiche, was hier abläuft in WoW, läuft auch in GTA so ab. 1 zu 1. Da gibt es keinen Unterschied. Das scheinst du nicht zu verstehen. Du bildest dir ein, dass irgendwas, Alter, dass die Leute irgendwie lustig finden, wie ich 10 Stunden vor der Bank sitze allein, ohne dass was passiert. Nein! Die Leute wollen das Drama, die Leute wollen dieses laute Rumgequietsche, Rumgeschreie, Diskussion über irgendeine belanglose Scheiße, RTL 2, 3, 5, 10 zusammen, Alter. Dieser ganze Zwölf, Bullshit, Alter. Digga. Das wollen die Leute. Das ist das, was die wollen, das Außergewöhnliche, was sie nicht bei jedem Hans Franz kriegen. Ist einfach so. Guckt auf Twitch die ganzen YouTube-Videos an, die können alle sympathisch sein, haben trotzdem keine Viewer. Die können Hallo? 30k-Equipment haben, haben trotzdem keine Viewer. Warum ist das Können so? Weil sie wir nicht. die Leute Nein, move nein, und kann ich tune? nicht. Nerv mich nicht. Warum? Weil du nervst. Ja, ich dachte, wir wollen spielen, du Fischkopf, Alter. Ah, Digga, Hardy, Digga, der kommt wieder nicht weiß, ne? Alter. Doch, ist drin. Guten Abend. Dann nächstes oder nächstes? Aaron, ich hab die. Warum lasse ich mich von ihm beleidigen? Ich nutze ihn genauso aus und ich provoziere ihn und ich weiß, wie er darauf reagiert, weil er nicht erwachsen antworten kann. Jeder Erwachsene wäre schon 10 Mal, da hätte sein Maul gehalten. Ist einfach so. Wir wollen doch jetzt RPG spielen, oder? Wollen wir jetzt rumrollen und noch eine halbe Stunde warten? Hey, was hast du denn dem jetzt geschrieben? Nee, wir wollen noch spielen jetzt. Ja, Aaron, wie küsst du? gesagt, nee, Warum sucht euch wen Kyomi an, nicht? sucht euch wen anders, ich habe keinen Bock auf das Getrolle. Wie gesagt, ihr seid einfach dumm, wie gesagt. Man kann, du bist Was wirklich heißt krank. gerade? Digga, nein, du brauchst es nicht lassen. Wie gesagt, nee, du bist Okay. einfach dumm, ne? Also du bist wirklich dumm, Junge. Sunman, einfach ohne Nein, können wir Beleidigung nicht, können hier. wir nicht, können wir nicht. Weil er gerade in meinem Discord 10 Leute haben mich angespammt, Alter, dass sie gerade dieses Makro probiert haben, Alter, und ihr Gear gelöscht haben. Verpiss dich aus meinem Discord. Guck mal, und sowas meine ich. Ihr habt keinen Stolz, Piker. Da sind wir wieder bei Piker, bei Jeff und so. Kein Stolz. Er schadet Ja, nur, er lass schadet, mich da er einfach schadet. raus. Okay, Sag einfach nimm mein, weißt du, was das Ding nimm meinen macht? Namen Weißt einfach du das, nicht mehr nennen. weißt du das, was das macht? Weißt du das, Was was macht, denn? was er gefickt hat? Nein, Wovon redest tu du? nichts. Okay, Bruder, du kannst auch rausgehen. Verpisst euch einfach. Ja, was Ey, soll, was, seid was, was meinst du?
Du, Digga, du hast da drüber geschrieben, Junge. Semmel hat auch drüber geschrieben. Wo hab ich geschrieben? Wo schreibe ich denn, hä? Ja, ist egal, nein, ist mir egal. Nein, tut mir leid, ignore. Ohne Voice, Alter, ich spiele nur noch mit ihm ohne Voice. Ist gemutet. So, Julian, entmute dich. Oh, was soll denn das jetzt? Selber schuld, selber schuld. Selber schuld. Ihr seid selber schuld. Ihr versaut euch immer wieder selber. Ohne Grund, ohne Grund. Oh, es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinen Grund. Jetzt einfach normal spielen. Nein, ich wollte einfach nur durch 3, 4 Games machen. Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Kann ich dir sagen. Bei Brüde, Julian, Piker, Kettner, lieber treuen, Digga. Und Leute abwarten als... Ihr treut doch keiner von denen gerade. Was ist denn los? Mich schreiben Leute an, Alter. Sogar einer aus dem Discord, dass das abgesprochen war. Und jetzt schreiben mich hier Leute zu, dass sie ihr Gear gelöscht haben, Alter. Und Julian macht mit bei der Scheiße. Hallo? Warum machst du da mit, Julian, bei der Kacke? Er löscht jetzt sein Gear, hä? Wer hat denn sein Gear gelöscht? Der Text, Alter, den du im Discord gepostet hast, Alter, wo du getried runtergeschrieben hast von Kidney. Der ist zum Gear löschen da. Ja, ich weiß. Ja, und den, jetzt haben aus meinem Community-Discord 4 Leute ihr Gear gelöscht und du findest... Warum macht ihr sowas? Warum? Das ist ein harmloser Troll, Digga. Chill dich. Du kannst auf die Seite gehen und wir haben das Gear in einer Sekunde Gear, wieder. Lösch dein Gear jetzt. Lösch dein Gear sofort. Lösch dein Gear. Lösch das Gear jetzt von dir. Und dann stellst du es wieder her. Ja, okay. Das geht, das hat Sinn dir gerade selber, weiß ich nicht. Nein, komm, ich, nein, komm, ist okay, ich nehme jetzt 10 fürs Team, ja. Ich lösche jetzt mein Gear und dann stelle ich es wieder her. Lösch dein Gear jetzt. Aber du hast das Skript gelöscht, ich habe das Skript nicht mehr. Ja, dann müssen wir das Skript dann nochmal schicken. So, und als Gegenpartei, Alter, wer wird jeder, der von euch ist, Alter, packe ich mute. Ich brauche euch nicht im Voice. Ich werde Kidney nicht entmuten, wenn er treut, liebe das Game. Das ist ein harmloser Troll, jetzt entspannt. Junge, nein, es ist kein Troll! Es sind auch Leute, die wissen das nicht. Nein, genau. Ja, du sagst es ja selber, es ist kein Troll. Ja, es geht ja darum, dass sie es nicht wissen. Dann gehen sie auf die Seite und haben ihr Gear in einer Sekunde wieder. Ja, genau. Ein kleiner Scherz. Vielleicht haben wir Leute nicht den Bock dazu, sowas zu machen. Auf die Seite zu gehen. Ich lösche dann ihren Charakter einfach. Die Lea, das war einfach schade. Findest du lustig, Julian? Mann, Aaron, früher haben die Leute ihre Chars gelöscht. Das ist ein harmloser Troll, jetzt entspannt. Nein, ist doch, kein Name so. Ja, zeig mal, was für ein Kind du geworden bist. Vom erwachsenen Mann zur Pussy geworden, weil du mit einem Kleinkind abhängst. Die Kuh ist so. Das ist ein entspannender. Ja, genau. Sag mir das mal im Real Life beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Was soll ich dir sagen? Drogen, das ist ein normaler Troll, oder was? Ja, genau. Das ist ein harmloser Troll, du überreagierst. Ja, ich überreagiere, genau. Ja, ist halt so. Junge, ihr sabotiert. Ich möchte gerne jetzt einfach cute. Ihr sabotiert hier rein. Er ist einfach ein Späßchen. Ja, ist auch kein Späßchen. Ja, ist kein Späßchen. Doch, ist es. Da unten ist er doch, das sind wir wieder. Können wir jetzt einfach queuen? Nein, können wir nicht, bis das geklärt ist. Warum weil, geht's denn jetzt? Was muss man denn noch klären? Lösch dein Gear jetzt! Ja, ich hab das Skript noch nicht, ich hab ihm geschrieben, er soll mir das Lösch dein Gear! Hier, du bist doch im Stream drin. Warum soll er denn jetzt sein Gear löschen überhaupt? Ja, das kostet uns halt nur Zeit. Richtig, genau, es kostet Menschen Zeit! Ja. Ja, aber warum denn jetzt? Warten noch 10 Leute. Es ist ja, doch nichts passiert hier. Doch, es ist mir egal. Ich sage, es ist so, er macht es oder wir spielen nicht. Fertig. Was ist denn das für ein Sinn? Damit er versteht, dass diese Zeit, andere Menschen sind froh, wenn sie auf Freizeit nach dem zu zocken können. Es tut mir leid, dass er Student ist seit 3 Jahren, Alter. Dass er die Zeit hat. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Hier noch keiner in seiner Gruppe sein scheiß Gear gelöscht. Er hat nicht das Recht, unschuldige Leute sinnlos zu verarschen. Was haben wir damit zu tun? Warum müssen wir jetzt darunter leiden? Ja, bedank dich bei Ihnen. Ja, aber das macht gerade keinen Sinn, was du sagst. Wie macht keinen Sinn? So, ja, bist du im Stream? Keinen Sinn. Jetzt mein Gear weg. Jetzt müsst ihr 5 Minuten warten, bis ich wieder. Ja, selber schuld. Okay? Ja, dann mach. Was heißt selber schuld? Du musst auch warten. Ist mir egal, Junge. Das sind keine 5 Minuten, das geht direkt. Wie gesagt, Alter, ey, man merkt einfach, das ist das beste Beispiel deutsche Community. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Nein, du bist der einzige Schmutz. Du verstehst keinen kleinen Spaß. Ja, jetzt genau. Entspann dich mal, Digga. Du nimmst Leuten Zeit. Das ist einfach ein kleiner Spaß. Jetzt du nimmst Leuten ihre Zeit weg, ohne Grund. Junge, hier hat auch keiner in der Gruppe sein Gear gelöscht. Warum, von wem die nicht Zeit? Nicht in der Gruppe. Aber ja, also, wen juckt denn das dann? Er hat, Digga, er will mich in meinem Stream blöd machen und das lasse ich nicht zu. Aber sollen wir jetzt darunter leiden? Ja, damit ihr müsst mitleiden. Ihr müsst mitleiden, weil ihr euer Maul nicht aufregt gegen diese Leute. Weil ihr sagt, es ist ein Spaß, gut, ist ein Spaß. Dann werdet ihr jetzt mitwarten als Spaß. Das ist mein Spaß. Ja. Ja, ja, ja. Ziemlich viel Spaß in der Zwischenzeit.
Ey, krank. Ey, Julian, dass du so gestört geworden bist, das hätte ich nicht gedacht, ne? Ehrlich, ne? Digga, du hast doch mit gestört nichts zu tun, nein, das war einfach nur ein Joke, Mann. Ja, also, ja, das ist halt wirklich nichts. Wirklich, du hast innerhalb von einer Minute hast du dein ganzes Gear wieder. Soll ich ziehen? Ich zitiere dir mal drei Leute schreiben. Ey, das ist eine unnötige Aktion, Digga. Ich komme hier nach 10 Stunden Arbeit nach Hause, will zocken und lösche mein Gear. Ich dachte, ich kann mich hier verbessern. Ne, so, so eine Schlüssel. Ich kann dir sagen, dass das keiner geschrieben hat. Ich hier verbessern. Das hat sie ja genau, hat keiner geschrieben. Mal, verpisst euch aus meinem Discord, die Gruppe ist aufgelöst, bis beendet, schönen Tag. Das war's für mich. Bock auf sowas. Ey, hab ich keinen Bock drauf, das ist mir zu dumm. Wir sind einfach Assi. Ey, oder? So, das ist einfach dumm. Das ist asozial dumm. Das ist einfach dumm. Wieder drin. Rein, raus. Unter der Maske wird es langsam warm, wenn ich spiele, ne? Keine Ahnung, ob ihr spielen wollt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich muss morgen arbeiten, also ich würde gerne noch so 5-6 Games machen, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, Alter, ob ihr spielen wollt, fragt mich nicht. Frag euch mal selber, ich kann es euch nicht beantworten, ich will spielen, aber ihr scheinbar nicht. Ja, dann cue doch. Junge, wir sagen doch die ganze Zeit, du sollst cueen. Kannst du gerne lachen, aber Kidney hole ich nicht ins Voice. Ja, ist okay. Endlich, Alter. Müssen wir damit leben, dass wir endlich wird gedaddelt. Selber schuld fürs Verarschen. Das war ein kleines Späßchen. Alter, Julian, nein, du verstehst das nicht. Du weißt, wie ich zu ihm stehe. Du weißt, dass die Leute, Alter, weißt du, was die Leute, selbst mein halber Chat, er sagt, warum ich mit diesem kleinen Kacklappen spiele. Warum kannst du und mir das? Nein, kann ich nicht. Der bleibt außerhalb des Voices. Okay. Aber du hast jetzt gesehen, dass ich mir die gelöscht habe. Ja, es ist egal. Es geht, Julian, Alter. Das ist jetzt egal. Warum macht man das? Machst du das im Real Life auch? Hast du da auch so die Schnauze, unschuldig abzufangen? Wie kann man denn Real Life mit jetzt so einem kleinen Späßchen? Ja, kleinen Spaß. Schickst du das Makro auch anderen Leuten außer mir? Ja, wen denn? Das wurde bei uns gemacht im Rated BG. Die haben das Dave geschickt, ja. Jeming hat das Dave geschickt. Dave steht im RBG im Rated drinnen. Ja, genau, ja, und das ist lustig. Ja, alle gelacht. Naja, das zeigt aber, wie dumm ihr seid.
Ja, Dummheit wieder, weil ein bisschen Späßchen haben. Deswegen ja, bisschen, ist man dumm. Ein bisschen Späßchen haben. Weil, genau. Weil keiner rechnet damit, dass es so ein Skript gibt, was einfach dein komplettes Gear dedient. Ja, was haben die da verboten? Damit, ne? Vielleicht sollte doch mal ein bisschen alter. Sogar Dave hat selber drüber gedacht. Ja, richtig. Naja, dass die das noch nicht. Egal, da will ich nicht weiter eingehen. Ne? Dass ja, die deutsche Community. Dass die deutsche Community ist, Alter, teilweise komplett dumm in der Birne. Ist halt einfach so. Oder willst du das Gegenteil, weil du hast lang genug RPG gezockt und weißt, was für Freaks da drin sind? Als ob das irgendwelche Intelligenten sind, die immer tun, als wären sie schlau, Digga. Also ich bin schlau. Ja, ja, natürlich bist du schlau, Bruder, genau. Wir haben schon mal drüber geredet, will ich jetzt nicht drauf eingehen, ne? Wenn im Real Life dein Arbeitgeber rauskriegen wird, was du im Internet so treibst, Digga, dann könntest du halt schon mal nageln. Ja, dann ist es halt so. Ja, dann ist es halt so, genau. Boah, immer wird's ja warm unter der Maske. Ich zieh nachher im Gamer wieder auf. Ja, Piker kann übrigens Target Core, ich mach kein Target Core, hab auch keinen Spaß dran. Boah, Junge, was ist denn hier los? Junge, weil ich keinen Bock hab verarscht, wenn die Leute wissen, wie ich auf sowas reagiere, machen es dennoch und das ist asozial. Ich mache es, um mich zum Ragen zu provozieren, um mich dumm zu machen. Das ist asozial, menschlich, unwürdig. Gegenüber mir. Egal, ob sie es lustig finden, die wissen, wie ich als Mensch bin. Jeder von denen weiß, wie ich darauf reagiere. Und die wissen das vorher und machen es dennoch. Was zeigt, was für Menschen sie im Gegenüber von mir sind. Wie asozial und unterentwickelt diese Menschen gegenüber mir sind. Will doch nur RPG spielen, ey. Worte. Asozial. Asozial hoch 10. Ach übrigens, Littorian, guck mal, ne, Kidney, der gediedert wird von Kidnix, ne, Kidnix ist bei Kidney sogar im Stream Mod, Digga. Ja, aber du bist halt komplett Banane, ne. Ja. Aber wenn ich gediedert werde, bin ich auch immer bei demjenigen, der mich gediedert mod, ne, ist logisch, ne. Das nimmt, wir sind mit Banane für ein Problem. Ja. Tank, Just Hype is defending, Ferrira, Rogue, Blood Elf, Other Guys mit. Eine Eule, Foko, Julian capped bei denen, wenn die ghosten und Bench floatet bei uns, wenn die inken. Jetzt mal hier Sydney move, ich kann das nicht zu zweit halten hier. Wenn du nochmal wenn du nochmal danach fragst, zieh ich dich aus dem Channel. Kannst du mit ihm allein im Channel sein. Ja, aber ja, er spielt ihn halt ein. Aber ja, er spielt das sonst nicht. Das ist mir egal, dann gehe ich raus. Das ist mir scheißegal, juckt mich nicht. Ist mir vollkommen egal. Na gut, dann lass das droppen. Dann lass das droppen, lieber. Ja. Hi, devil. Spielst du mit einem PvP-Trink jetzt dann? Ja. Bist du Vent hier? Ja. Okay. Na, ich spiele mit zwei Trinkets. Naja,
wir können ganz ehrlich. Ach gut, ist Gier, ich hab 32% Werbung. Spiel oder ich geh raus und löse die Gruppe auf, mir ist egal. Dann fliegst du wirklich langsam vom Discord-Brüte und dann fange ich an, mal andere Seiten. Ja, aber wie willst du jetzt gewinnen mit zwei Heilern? Hör auf rumzutreuen, der hat XP genug, hör auf mir um den Sack zu gehen! Ihr habt euch für die Trollscheiße entschieden, jetzt lebt damit! Du hast dich dafür entschieden, rumzutreuen in deinem Leben gegenüber mir. Dann lebt mit der Scheiße! Selber schuld! Nein, nicht! Im richtigen Leben hast du auch nicht so eine Schnauze, du Opfer! Dann zeig mir. Boah, Mann, was soll denn das jetzt? Wie man jetzt mit zwei Heilern gewinnt. Wenn ihr nicht spielt, Alter, wird die Gruppe aufgelöst. Selber, seid ihr selber dran schuld. Habt ihr alle eure Zeit. Ja, du bist schuld, weil du ihn nicht ermutigst. Nein, weil ich mir nicht alles bieten lasse, du Opfer! Junge Opfer, kannst deinen ersten Sohn nennen, du Spasti. Oh. Ich lass mir nicht alles bieten, Alter! Ich hab 10-mal gesagt, ich lass mich nicht von so einem Kind verarschen. Er kann froh sein, dass er einen scheiß Switch-Schein erradet hat. Wenn ich Bock hätte, könnte ich ihn auf heute auf morgen Bärmabann lassen. Für so eine Scheiße. Ja, na klar. Ja, darf man nicht. Man darf nicht, Alter, als Streamer andere Streamer herziehen. Lest in den AGBs drinne. Du distanzierst dich jetzt hier von dem Wort Opfer, oder, Spielst du, oder nicht? Ich schalte meinen Anwalt ein. Er ist so ein Opfer, wie gesagt. Ex-Kind. Wieder ein Opfer. Ja, voll lustig, ne? Voll lustig. Ja, Mann. So, ich porte die jetzt. Oha. Gib auf den Dietsch, auf den Priest, auf den Priest, Priest. Take it. Du damn. Ich porte die. Irgendwie, random. Kann nee, ich krieg den Disziplin, maybe ich. Ah, ich war noch nicht im Engine. Oh, machst du hier? Können wir bitte knocken bei denen? Noch ein Parler? Noch ein Parler? Ich hab keinen Knock ready gerade, ich hab grad genockt. Ja, ich hab drei, wenn's. Egal, mach was auch. Ja, ich hab Knock ready. Alter, hier auf mir. Don den DK. Hardfire, du hast innerwählt. Ich renn hier raus. Der Knock poppt halt nicht. Ich rollt halt rum, Alter. Guck mal den DH hier hin. Egal, ja. Noch mal Heule? Oh. Egal. Wie gesagt, Fuse. Ich hab Bock drauf. Rumgetroller. Wie gesagt, das Rausgehen, das war's für mich. Wie gesagt, ich geh FIFA spielen. Sorry, ich hab keinen Bock auf sowas. Wie gesagt, macht euer Kindergarten alleine. Ich hab da keinen Bock drauf. Nein, ihr seid Opfer, Alter. Ja. Ihr seid wirklich. Wieso so gefloppt? Ja, wie gesagt, bei uns trollt wieder alles. Ich hab keinen Bock auf sowas, ne? Spiel ohne mich, lasst einfach stecken. Ich hab keinen Bock, Alter. Ihr trollt. Nein, ich hab. No, I troll Dolph, I drop. The people is trolling. Don't care. Ich hab da keinen Bock drauf. Na, wie gesagt, man kann mir den Spiel nicht wieder. Doch, Kind, ihr seid Stream jetzt reporten für die Scheiße. Ich hab die Schnauze voll von eurem Kindergarten. Wird Zeit, dass der wieder ein Band kriegt, Alter, an sein Maul hält. Ich danke euch trotzdem für den Geld. Fein gewesen. Nein, verpisst euch. Ich hab keinen Bock auf sowas, sorry. Ihr seid wirklich. Man fällt es in ab, ehrlich. Wie kann man so Unmenschen sein, ehrlich? Wie könnt ihr so schlechte Wichser sein im richtigen Leben? Ihr setzt euch hier. Denn hier uns? Wir können doch gar nichts dafür. Nein, könnt ihr überhaupt nicht, Alter. Brötel, Alter, Julian, Pike, hängen immer mit Ketten ab. Die könnten ihr Maul aufmachen und sagen, das soll sowas lassen. Machen sie aber nicht, weil es ihnen genauso viel Spaß macht, einen abzufacken. Holy shit, hoffentlich werdet ihr mal im Leben abgefuckt. Hoffentlich. Ihr irgendwann werdet ihr mal richtig abgefuckt im Leben. In irgendeiner Scheiße. Sowas Dummes. Ja, ein bisschen murmeln ist cool. Ah, ja, komm, ein bisschen murmeln. Piss dich raus, Alter. Geisteskranke Psychopathen, Digga. Schmutzspieler, Junge. Deutsche Community-Abfall, Digga. Egal, mach mal. Ich werde den scheiß Twitch jetzt reporten dafür. Für die Kinderaktion. Zeit für einen Bann für ihn. Hat mir die Scheiße nicht mehr gefallen. Die letzten 7 Tage haben ihn scheinbar nicht gereicht. Wird Zeit dafür. Wie gesagt, ich kann ja nachweisen, dass er das gepostet hat und hier mit Absicht sabotiert. Bilden. Alter, die kann sich nach der Arbeit mal ein bisschen RBG spielen, ne? Und dann ja, so eine Scheiße. Ja. Bröde und so, das, weil die machen da alle mit, weil sie lustig finden. Die haben keinen Rückgrat, keinen Stolz, nichts, Alter. Aber wie gesagt, wird Zeit, dass ich mal andere Seiten aufziehe. Wie gesagt, verpiss dich aus meinem Stream, Brüde, Film euch werde ich nie mehr sehen. Nie wieder. Das ist mein voller Ernst. Wenn du nochmal schreibst, kriegst du Permaban. Jeder, der mit ihm spielt. Feierabend. Gleiche für Biker, ne? Verpiss dich bitte aus meinem Stream. Rückgratlose Opfer. So, reporten. Drohung, Schädigung, Gefährdung anderer. Der Streamer beleidigt und trollt mich gezielt im Stream, postet Links zum Gierlöschen
in anderen Streamer-Discords. Ich bitte hier um Eingreifen. So. Weg mit dem Drücksteck, Scheiße. Schmutz, Alter. Es war ein Fehler, wie gesagt, es war ein Fehler mit. Es ist, man kann mit ihm, er macht es halt mit Absicht, ne? Weil er ein Stück Scheiße ist. Ich habe ihn reportet und ich bitte euch jeden anderen, der die Möglichkeit hat, ne, seinen Channel auch für sowas zu reporten. Wird Zeit, dass er mal lernt. Was er da gemacht hat, ist alles soziales Fuck. Nein, ist mein Ernst, Alter. Wie gesagt, ich möchte, dass wenn die schreiben, wenn Brödel, Peiko oder Julian schreiben, Permabanti bitte. Für diese Aktion Permabanti. Egal, ob die nette Menschen sind an sich, die haben da mitgemacht, band sie einfach. Ist mir vollkommen egal. Du seist Xiaomi. Das ist kein Rufmord. Er hat gezielt, ich kann nachweisen, dass er mich gezielt abgefuckt hat, gezielt getrollt und sabotiert hat und nicht richtig gespielt hat. Und bei uns trollen die Leute rein, wie gesagt. Das sind einfach. Ja, das ist so biges Troll.